但是这些人都会在房车的地方骗的。对啊。我会慢慢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 
die Generalsekretärin der CDU-Landespartei, Oliver Mitte. Den Fraktionsvorsitzenden des Düsseldorfer Landtags, Karl-Josef Daumann. Die Justizvorsitzende des Europaabgeordneten, Emma Groh. Den Landrat des Spielen Kreises, Christian Mann. Den stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Herford, Gustav Meyer zu Hause. Die Abgeordneten und ehemaligen Abgeordneten des Europaparlaments, des Bundestages und des Landtags. Mein Dank geht dem Trio der Norddeutschen Philharmonie, die uns heute bei der Veranstaltung der CDU in Herford auf mir begleitet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, schon wenige Monate nach dem Zweiten Weltkrieg machten sich Frauen und Männer auf den Weg, eine christliche, auf christlichen Grundsätzen stehende, weltanschauliche Verhaltung zu nutzen. Das deutsche Volk befand sich damals nicht nur in großer materieller Not, es war auch in einer gefährlichen geistigen und seelischen Verfassung. Die Not des deutschen Volkes war so groß, dass es notwendig war, die tiefsten und stärksten geistigen und seelischen Kräfte zu wenden, um einen Wiederaufstieg möglich zu machen. Solche Kräfte sollten insbesondere aus dem christlichen Fundament unserer Partei erwachsen. So beschreibt Konrad Adenauer in seinen Erinnerungen die Situation in Deutschland und den Anspruch zur Gründung der CDU. Der drohende Gefahr des atheistischen Kommunismus sollte einer auf dem Wertefundament des christlichen Menschenbildes fußende Partei entgegengesetzt werden. Konrad Adenauer eröffnete die erste Sitzung des Zonenausschusses der CDU in der dritten Zone als Alterspräsident und beendete sie als deren erster Vorsitzender. Zum zweiten Vorsitzenden wurde der Herforder Dr. Goldapfel gewählt. Man kann also sicher behaupten, dass die politische Laufbahn Konrad Adenauer in der CDU in Herford eine wichtige Etappe war. Die christliche Werteerhaltung ist leider noch heute unsere politische Arbeit als Christdemokraten. In unserer Politik sind immer noch die drei geistigen Wurzeln lebendig. Die Konservative, die Liberale und die Soziale. Alle drei gleichermaßen. Das christliche Menschenbild verpflichtet uns Christdemokraten auf eine Politik der Balance und freier Entfaltung von sozialer Verantwortung des Menschen. Auf diese Balance kommt es immer an. Die Aufgabe der Politik, wie wir sie verstehen, ist jetzt das Grundstück des Ausgleichs von individuellen Ansprüchen, Freiheit, Pflichten der Gemeinschaft, Solidarität und Mitmenschlichkeit. Nicht zuletzt verlangt das christliche Menschenbild von uns die Bewahrung der Schöpfung. Ein christlicher Gedanke, aber auch ein konservativer Ansatz. In der Tagespolitik kommen manchmal diese Grundsätze ein wenig zu kurz. Umso wichtiger sind die Veranstaltungen diese. Ich freue mich daher auf die Rede von Landesministerin Norbert Schottchen sowie die anschließende Vorrunde, die Emma Groh moderiert. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch einen schönen Verlauf. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier in Herford, als der Landesvorsitzende der CDU Nordrhein-Westfalen. Und ich möchte mich bei jedem und jeder von Ihnen bedanken, dass Sie hier sind. Sie machen diese Veranstaltung ist etwas Besonderes. Sie geben uns die Ehre, hier zu sein bei dieser Gedenkveranstaltung. Und darum bedanke ich Sie sehr, dass Sie Herr Wieselin, es ist für uns nicht nur eine Freude, sondern eine große Ehre, dass Sie als der Ehrenvorsitzende der CDU Nordrhein-Westfalen diese Veranstaltung bereichern. Herzlichen Dank für Ihr Sein. Auf Tages klein auf Abend.
abgerutscht. Wir verlieren den Blick für Linien, wir verlieren aber auch den Blick für Entwicklungen, wir verlieren den Blick für das Erreichen. Und darum ist es eine Ehrenweisung, die wir heute vornehmen, aber auch ein politischer Anlass, uns bewusst zu werden, wo wir angefangen haben, was gegründet und gestiftet worden ist und was das für uns heute bedeutet, als die Erben von Entwicklungen und Gründungen, die wir sind. 65 Jahre ist es her, dass auf den Tag, am 22. Januar 1946, die CDU gegründet wurde unter dem Vorsitz von Konrad Adenauer hier in Erfurt. 65 Jahre an dieser Stelle, die Armee den Stuhl gesehen, den Konrad Adenauer gewählt hat. Das muss man sich vorstellen. Ich bin 1965 geboren, muss es mir also vorstellen, habe es nicht erlebt, die anderen in diesem Raum auch, andere sind Zeitzeugen. Was das für ein Land, für eine Situation war, die doch völlig unvergleichbar ist in unserer heutigen Situation. Ein Land in Trümmern, eine Diktatur, die nicht nur materielle Schäden, Millionen waren tot, Trümmer angerichtet hat, an Gebäuden, an Menschen, an der Seele, Todesverstörung, Desaster als Folge hatte. In einer solchen Situation war das Land, die Nation, das Volk damals vor 65 Jahren, 1946, ein halbes Jahr nach dem Ende des Krieges. Unternehmer, Arbeitnehmer, Arbeiter, Angestellte, junge, alte, in einer Partei. Eine ganz neue Vorstellung von Partei. Und dann, glaube ich, ist er hierher gefahren, wenn er schon hierher fahren musste, in der Absicht, wie werde ich da vorsitzen. Das hatte er ganz sicher vor. Und er wollte das nicht einem offenen Diskurs überlassen, wie sich das denn so entwickelt, ob man denn auf die Idee kommt, dass er das Ende dürfte. Ich glaube, er hat sich gedacht, das muss ich schon selber in die Hand nehmen, damit ich es auch am Ende werde. Also sozusagen die ganz natürliche Normalität einer Partei, die sich dort geteilt hat. Dann war der Bürgermeister Friedrich Holzapfel, Dr. Friedrich Holzapfel. Der war ja der Gastgeber hier, der war der Hausherr. Eigentlich liegt nichts mehr als die Annahme, dass der Hausherr die Sitzung leitet. So wie ich eben vom Bürgermeister begrüßt wurde, wie alle vom Bürgermeister hier begrüßt wurden. Konrad Adenauer dachte, es gibt ein überlegenes Prinzip gegenüber dem Gastgeberprinzip. Er hat darum das Wort ergriffen, nicht die wissen es alle, ich will es aber trotzdem nochmal wörtlich zitieren. Er hat sich an die Versammlung hier gewendet und gesagt, ich bin 1876 geboren, also wohl der Älteste hier. Wenn niemand widerspricht, darf ich mich als Alterspräsident betrachten. Keiner hat gewagt zu widersprechen. Alle waren vornehm und es ist am Ende dann eingetreten, was eintreten sollte. Konrad Adenauer wurde provisorisch vorgesehen. Das ist immerhin erreicht worden, dass er nicht Vorsitzender wurde. Er wurde provisorischer Vorsitzender der CDU in der britischen Besatzungszone. Aber wir wissen alle, Provisorien sind extrem stabil und manchmal sehr erfolgreich und genauso war es. Ich habe mich wieder Frage beschäftigt, als ich diese Anekdote nochmal nachgelesen habe über Hans-Peter Schwarz nebenbei, was das eigentlich und ob das irgendwelche Konsequenzen für die Beziehungen zwischen Rheinland und Westfalen hat. Dass wir dies heute bedenken können, bedenken dürfen, dass Sie dazu beitragen, dass wir das in Gemeinschaft tun, in einer politischen Gemeinschaft und nicht in wissenschaftlichen Diskursen fernab der Handlungswirklichkeit von Politik. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Aber wir alle, glaube ich, sind verbunden in dem Dank für unsere politischen Väter und Mütter, die hier ein großes Werk geschaffen haben. Aber dass wir in der Tradition dieses Werkes stehen, das dürfen wir uns auch bewusst machen und wir dürfen darauf auch stolz sein. Herzlichen Dank. Verbindung mit der Erwartung im KV. Und diese Prägung hat er schon sehr früh bewiesen, als OB von Köln.
am Ende seiner Zeit übergegangen ist. Und ich denke mir, ohne ihn wäre sicherlich vieles auch zerlaufen. Das ist nicht so wirklich wieder gefunden. Und ich denke mir, dass auch hier heute, vor 50 Jahren, dass auch eben doch ein besonderes ausgegangen ist und dass auch seine Frage zum vorläufigen Zonenausschussvorsitzenden doch ein wichtiger Meilenstein war, nicht nur für ihn selber, sondern auch für die CDU in Nordrhein-Westfalen, die deutsche Zone und auch in der Bund. Leben lassen
ist die Regel, die für alle gilt. Wenn einer nicht mehr kann, steht der andere für ihn ein. So sollte es sein, denn wir alle sind eins, wir alle sind gleich, egal ob arm oder reich. Diese Stadt ist meine Heimat, diese Stadt ist mein Zuhause. In dieser Stadt fühle ich mich nie einsam. Erfurt ist mein Zuhause. Wir alle stehen zusammen.